Es kommt immer noch eins hinterher. Denn als ich gerade gesagt habe, du hast absolut die Möglichkeit, alles in eine höhere Energie zu wandeln, hatte ich zunächst einmal noch etwas anderes. Die Erklärung dafür, warum Christus Jesus, so sagt man, ohne Sünde geboren ist. Natürlich, er hat ja auch alles schon in Christenenergie gewandelt. Er schon. Das heißt, du hast in dir einen ungeheuren Schwingungskern, der alles, der einfach Kristallenergie ist und der alles, aber auch wirklich alles in Kristallenergie wandelt. Und in diesen Schwingungskern kannst du auch kommen. Wenn du es willst und wenn du wirklich beharrlich dabei bleibst und sagst, ja wieso, meine Schwingung ist hoch, ich bin heiligen Schwingungen überlassen. Ich bin meiner heiligen Schwingung überlassen. Und alles in mir wandelt sich in Kristallenergie. So kann alles, also Kristallenergie in Bewegung, wird alles immer so arrangieren, wird alles so verlaufen lassen, dass das ohne irgendwelche Schwierigkeiten und voller Harmonie und in einem in sich geschlossenen Kreislauf wandelt. Es hat mal jemand gesagt, du bist verrückt. Das stimmt. Ich bin von allem weggerückt, was mir diese Umwandlung unmöglich machen würde. Ich hatte ja schon gesagt, entwickle eine ungeheure Eigenliebe, eine Eigenliebe, und zwar zu dir selbst, dass du alles in eine höhere Schwingung bringst, was da so kommt, was auf dich zukommt, dass alles, was dich, was auf dich zukommt, unverzüglich eine hohe Schwingung annimmt und in Kristallenergie gewandelt wird. Und jetzt haben wir auch die Erklärung dafür, warum du ins Licht kommen kannst, sofern du in der Lage bist, alles in Licht zu wandeln, in eine hohe Schwingung zu wandeln, in einen völlig freien Bewegungsablauf. Du bist Energie in Bewegung. An dir wird es sein, an dir wird es liegen, von dir wird es abhängen, ob das in eine höhere Schwingung kommt oder nicht. Das ist die ungeheure Verantwortung, die du hast. Und du kannst sie gerne übernehmen. Das willst du ja. Und ehrlich gesagt, alle anderen, die um dich herum sind, wollen das im Prinzip auch. Sofern ein Mensch nicht weiß, dass er Kristallenergie oder dass er Energie in Bewegung ist, wenn ein Mensch das nicht weiß, wird er immer doch etwas ratlos vor den Problemen des Lebens stehen, weil er dafür einfach keine Lösung findet. Zurzeit sind die Lösungen, die man dir hier anbietet, fragwürdig. Einfach nur fragwürdig. Nämlich, du kannst dir die Frage stellen, was bringt mir das eigentlich, wenn ich das und das und das für wahr halte? Wie ich immer wieder sage, letztendlich ist alles wahr. Denn alles wird genau die Energie und die Schwingung annehmen, die du selbst bevorzugst, für die du dich selbst entschieden hast. Sollten also einige Menschen noch der Meinung sein, dass sie in allen Probleme wittern und anderen Probleme lösen wollen, bekommen Sie wunschgemäß die Probleme serviert, damit Sie auch schön diese Probleme dann ja auch, ja, dass Sie dann damit konfrontiert werden. Und es wird an Ihnen liegen, ob Sie das alles in einen höheren Energieverlauf bringen können oder nicht. Als ich vorhin mit Kaffee kochen wollte, fiel mir auf einmal ein, dass Christus Jesus, und dass man von ihm ja nun immer sagt, er ist ohne Sünde geboren. Dazu also heißt nicht mehr und nicht weniger, dass er alles in sich in Kristallschwingung gewandelt hat. Und jeder, der sich sozusagen in seine Nähe aufhält, bekommt von dieser Kristallenergie eine Menge ab. Jetzt hängt es aber von jedem Einzelnen selbst ab, ob er dafür empfänglich ist oder ob er sich immer darauf verlässt, ein anderer wird das dann schon mal tun. Denn genau das wird er nicht tun. Christus Jesus von Nazareth oder alle Heiligen dieser Welt mögen alles in eine höhere Schwingung gebracht haben. Daran hast du überhaupt gar keinen Anteil, sofern du nicht selber bereit bist, alles ebenfalls in eine höhere Schwingung zu bringen. Und das kannst du ja, so wie du denkst, was du willst, was du andauernd sagst. Höre deine eigenen Gedanken, höre dir sehr gut zu. Deine innere Stimme, die du natürlich hast, die spricht ja andauernd mit dir, redet und spricht zu dir auf dem Niveau, auf der Ebene, auf der Schwingungsfrequenz, auf der du dich selbst gerade befindest. Es liegt an dir, diese zu wandeln, zu wechseln und in eine höhere Energie aufzusteigen.
Es wird von dem abhängen, was du denkst. Sofern du dich immer noch darauf verlässt, ein anderer wird es mal tun, tut keiner was. Und es nützt dir auch nichts, dass alle anderen es tun, wenn du selbst nicht in der Lage bist, diese Wandlung aufzunehmen und sie ebenfalls und es ebenfalls in eine höhere Wandlung zu bringen. Das ist hier das Spiel des Lebens. Das ist das Spiel der Wandlung. Das schien mir gerade, jetzt ist der Kaffee kalt, aber das schien mir gerade so wichtig zu sein, dass ich praktisch alles habe stehen und liegen lassen, um genau das nochmal zu sagen. Denn dieses Mysterium, das auf all das, also seit Jahrhunderten wird gesagt, Jesus Christus ist ohne Sünde geboren. Ja, schön. Er ist so deshalb ohne Sünde geboren, weil er alles bereits in Kristallenergie gewandelt hat. Die Frage ist, kannst du das auch? Die Frage wäre sofort mit Ja zu beantworten. Denn jeder kann das, da jeder denken kann. Und es wird von der Schwingung abhängen, auf der du dich gerade befindest, ob du das bereits locker, fluckig, alles leicht, alles kannst, oder ob es immer noch ein paar Schwierigkeiten gibt. Ja gut, Schwierigkeiten mag es ja noch geben, aber genau diese Schwierigkeiten gilt es zu wandeln. Ich wünsche dir dabei sehr, sehr viel Glück. Ich denke, dass damit ist jetzt heute bereits eigentlich alles gesagt. Du bist Energie in Bewegung und alles wandelt sich in deine Energie. Je höher dir deine eigene Energie ist, je höher dein eigener Schwingungskern ist, aus dem alles aufsteigt, was du denkst, was du so fühlst, was so auf dich zukommt, die Gedanken fallen dir durch deine eigene Schwingung ein. Je höher die ist, desto mehr kannst du alle Schwierigkeiten auf dieser Welt hier überwinden und wirst davon frei. Deine eigene Schwingung ist sie hoch. Hat deine eigene Schwingung dich von allen Sorgen hier befreit und ich erwarte wirklich eine wundervolle Zeit, weil du einfach immer weniger begegnen wirst, was dich in irgendeiner Weise beklemmt, was dich in irgendeiner Weise hindert und was dich in irgendeiner Weise in die Bedrohung bringt. Ständig wird gesagt, vertraue dem, vertraue dem. Ich sage dir, vertraue dir. Vertraue dir unbedingt. Je höher deine eigene Schwingung ist, desto besser gelingt es. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und alles Gute.